Clickbait-Gott auf YouTube, Sonnenseite. Leute, ihr kennt es alle. Der irre Sonnenseite, ich actually nie geguckt. Führende Clickbait. Also sag mir was, aber Bro, was ist das? So mancher YouTube-Kanäle. Also, so wie auf deinem Kanal, oder wie? Das stimmt doch gar nicht. Zwei Kanäle davon haben wir ja schon. Mental zu einem Wissenswert kenne ich eigentlich beide früher geguckt und schäme mich sehr dafür. Und ordentlich weggedrescht. Einmal war das der Kanal Wissenswert mit solchen... Bro, was ist denn das für Thumbnails, Digga? Was zu... Das ist schon... Videos wie 6 kuriose Raritäten, die für Rekordsummen versteigert wurden. Und nein, Leute, bei Bares Ferraris wurde niemals eine Unterschrift von versteigert. Und dann noch mentale Zuflucht. Hashtag mental. Mit so Videoklassikern wie 15 Filme mit Fehlern, die ihr übersehen habt. Und nein, natürlich ist kein Logo von Nike irgendwo in einem Harry Potter Film zu sehen. You are Balenciaga, Harry. Kennt ihr das Harry Scrotter-Video davon? Das ist so witzig! Ich, Digga, finde ich ganz weird. Doch in den Kommentaren wurde ich darauf hingewiesen, dass es noch einen weiteren Kanal gibt, dessen Analyse es verlangt. Ein Kanal, der die Welt verdunkelt und Angst und Schrecken über die Bevölkerung sät. Hä? Zio oder was? Nein, doch nicht ich! Die Rede ist von Sonnenseite, also die deutsche Version von Brightside. Doch ist deren Clickbait wirklich so schlimm? Ich würde sagen, schauen wir doch rein, oder? Als dass er wieder seinen Körper nach Hilfe ruft. Bro, Mandy, wer das so aufs Thumbnail klickt, ist aber nicht wegen des Titels. Ach, Zeichen, dass dein Körper um Hilfe ruft. Ja, in diesem Video mit sagenumschreibende 4,2 Millionen Views sehen wir ein Thumbnail, das nicht nur Fußfetischisten erfreut, Mandy fühlt, sondern eins, was einem mitteilen möchte, dass wenn dieser Zeh länger als alle anderen ist, dann bist du hart im Arsch. Echt jetzt? Weil... Ha, ich bin nicht im Arsch, IZ. Mir ist das so, das heißt, ich muss sofort reinschauen. Ein griechischer Fuß, auch Morton-Syndrom genannt, heißt... Diese Musik im Hintergrund, oh nein. Dass dein zweiter Zeh ungewöhnlich lang ist. Das kann zu Verhornung oder Unbehagen am Fußballen um den zweiten Zeh herumführen. Es kann auch das Tragen von Schuhen sehr unangenehm. Was ist das für ein Video? Holy shit, ich habe nicht gesehen, wie alt das ist. Aber Bruder, das kann nicht vor nach 2014 hochgeladen worden sein. Machen. Du solltest also nach speziellem Schuhwerk suchen. Wow, danke! Danke, Merkel! Du Arschloch! By the way, gibt es super verschiedene Fuß. Ey, Real Talk, der Germanische war mal der Ägyptische war der krasse, oder? Der hat auch der Ägyptische war der krasse, Real Talk. Von Plattfuß bis Schlag mich tot. Und klar, manche müssen dann auch Einlagen tragen, weil es halt sonst irgendwann mal unangenehm werden kann. Aber wo schreit der Körper um Hilfe? Da war doch kein Scheiß. Vor 5 Jahren, da war, das ist zu spät, das ist oh, immer wow, das was ist Ziel. Das? Gibt es wirklich eine so riesige Schlange? Diese Riesenschlange ist aber nicht wie die vorherige. Sie erreicht eine Länge von 4,5 Metern. Nimm Shaquille O'Neal, stell seinen Klon auf seine Schultern und du bekommst eine gelbe Anaconda. Hey, das ist aber gut animiert. Aber wird sie keinen Basketball dribbeln können. Aber das ich nehme an, das ist auch so ein Ding, dass eine englische Channel das macht und da wird von allen, hier, nachsynchronisiert. So, der russische, der spanische, ah, der Gag. Weg mit dir, Digga. Platz 1 ist eine Schlange, die vor 40 Millionen... Oh, boah, das sieht übel gruselig aus. Schiss. ...und Jahre ausgestorben ist, namens Gigantophis. Der Witz ist, das ist nicht mal die größte Schlange. Laut Dr. Google gibt es sogar noch Titanoboa. Die hat nochmal ein paar Meter mehr. Ich glaube 13 irgendwas. Zweitens, auf dem Thumbnail sieht sie ja aus wie ein 100-Meter-Mann. Und drittens, warum stehen da Menschen rum? Ich schätze mal, damit die Zuschauer denken, die Schlange gäbe es heute noch und man müsste sich irgendwie davor schützen oder so. Aber Martin, das wäre ja Clickbait. Aber Leute, das war erst der Anfang. Es gibt noch weitere sehr interessante Thumbnail. Was? Welche Linie ist der 99 Sets werden durch von Digga? Das ist so viel. Was denn mit dem TH-Vlog? Konzepte und deren Videos. Oh nein, Jungs, was ist das? Was ist denn das? Niedriger IQ. Jungs, bei mir müsste das Soja aussehen. Schneeball-Funkum. Bruder, es ist wie Instagram-Abnehm-Tipps, Digga. Was meint ihr, kann Sonnenseite es schaffen, wissenswert den Titel des YouTube-Clickbait-Königs abzunehmen? Was ich garantieren kann, wir haben richtig viel zu lachen, deswegen hier ganz kurz in einer Minute den Sponsor der Folge. Ihr wollt meinen Schatz? Oh nein, Get Schnippig! Den könnt ihr haben. Oh nein! Sucht ihn doch. Oh, Moment, ich weiß, wo das ist. Das ist direkt neben mir. Nein, wenn ich die schon sehe. Ja, Leute, das neue Update von Genshin Impact ist draußen. So eine Scheiße! Und damit gibt es zum dritten Jubiläum namens Beefing in Flowing Moonlight ein neues Login-Event, bei dem man 1600 Primogens gewinnen kann. Ich hab nie verstanden, was die machen! Ich hab da keine 7 oder 8 Folgen davon. Ich hab's nie verstanden, was das macht. Kann, wenn man sich 10 Tage. Ich hab so viele Spielstunden. Oh, da war ich. Das war die Kaiserstadt. Der hintereinander anmeldet. Und zwei Charaktere kommen auch noch dazu. Einmal Nuvelet. Er ist ein Hydro-Drachenfürst, der die Fähigkeit besitzt, das Wetter in Fortain ändern zu können. Vom Charakter ist er so ein bisschen zurückhaltend und distanzierend. Also, der hat's nicht so mit anderen Menschen. Hey, also genau wie du. Und dann... Du... No
noch, Ryan Leslie. Auch Hot. Mann der unerbittlichen Gerechtigkeit. Dieser Char wurde schon von den Fans sehnlichst erwartet. Am Ende sind beide Chars 5-Sterne-Helden, also einfach nur mega. Ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Wie kann es sein, dass ich so viele Zeit in diesem Spiel habe und wirklich nichts verstanden habe? Stark und perfekt zum Erkunden der Welt von Genshin Impact. Also klick jetzt auf den Link in die Beschreibung und hol dir Genshin Impact. Dieses Game gibt es für PC, Android, iOS, PlayStation und Nintendo Switch. Nutz auch diesen Code für free extra Items, damit kann das Fantasy-Anime-Abenteuer gut starten. Okidoki. Okay, wir legen los mit Thumbnail Nummer 1. Diese 10... Warum? Die Nahrungsmittel solltest du niemals essen. Eis lecker! Auf dem Thumbnail sehen wir 2 Spiegeleier. Bro, was ist das? Was ist das, Bruder? Wer hat er hier? Welche uns suggerieren sollen, dass es scheinbar saugefährlich ist, Eier zu essen. Ich habe sogar immer gedacht, dass Eier sogar relativ gesund sind, aber okay, schauen wir mal rein, oder? Ein Ei. Story eh scheißegal, für den Rest reicht eine 11er IQ. Ich habe nicht mal die Story verstanden, ich habe nichts in dem Spiel verstanden. Bei mir wird der 4er IQ angezeigt. Hält so viel Cholesterin wie ein großer, fettiger Burger. Und auch wenn das sogenannte diätische Cholesterin ist, das den Cholesterinspiegel im Blut nur um 10% steigert, bestätigt es trotzdem die Verkleidung deiner Arterien. Schon ein Ei pro Tag kann deine Lebenserwartung verkürzen. Was zur Hölle? Interessant, also dazu finde ich jetzt gar nichts. Also im Gegenteil, ein Ei pro Tag soll sogar als unbedenklich gelten. Dass du den Cholesterin... Ich esse mehr Eier am Tag, scheiße! Stimmt natürlich, man muss schon aufpassen, dass man nicht zu viel von Cholesterin zu sich nimmt, wie bei fast allen Stoffen dieser Welt. Aber trotzdem kann man ein Ei mit einem Burger nicht vergleichen. So ein Burger hat noch ganz andere Dinge, warum der ungesund ist. Ich selber würde behaupten, ich esse vermutlich so 1 bis 2 Eier die Woche, weil ja in manchen Gerichten Ei halt mit drinnen ist. Also... komplett unbedenklich. Aber der Titel sagt ja, man soll es niemals essen. Digga, wem ist hier fehl? Zero ist tot, der ist tot, der Mann. Und das Geilste war, vor einem Jahr kam bei denen noch ein Video raus mit, wie man mit Eiern innerhalb von 3 Tagen Bauchfett verliert, also... Sag mal ehrlich, wem willst du hier ficken? Jahrhundertelang haben sie gelogen! Bruder, das ist so bodenlos. Endlich können wir den wahren Zweck der Pyramiden. Alter, Hedding, das ist wirklich Jungs Spieltoch. Ich würde mich nicht wundern, wenn das jetzt irgendein Querdenker-Channel wäre, der das erzählt. Weißt du, da steht es hinten vor seinem Bücherregal mit seiner Kamera, übel das Rauschen im Hintergrund. So. Und dann fängt er an zu reden, weißt du, ich meine? Das stimmen würde, das wäre ja super geil. Soundbox, sorry, ich liebe CEO dafür. Ich habe nicht erkannt, weil ich Soundbox nicht geguckt habe, aber CEO. Tatsächlich weiß man das nicht sicher. Also die gängigste Theorie ist ja, dass Pyramiden einfach riesengroße Grabstätten sind. Man weiß es echt. Ich dachte, es ist Fakt, dass die Grabstätten wären. Pharaonen waren. Allerdings wurde ja in der allergrößten Pyramide, also in der Cheops-Pyramide, niemals ein Grab gefunden. Also sowieso ist das ganze Gebäude ein krasses Mysterium, weil es nur ein paar Gänge hatten und das war's. Aber scheinbar so. Alter, ich bin da in dem Pyramiden-Game echt nicht drin. Ich weiß nur, dass die von Obama gebaut wurden damals. Denk bitte dran. Endlich die Antwort auf dieses Mysterium. Heute glaubt man, dass die Cheops-Pyramide ein Kraftwerk darstellte. Das ist richtig. Nein, ist es nicht. Beziehungsweise... Was? Ja, es gibt eine Theorie dazu, aber diese ist hart umstritten. By the way, gibt es auch eine Theorie, dass es ein Pumpkraftwerk war. Oder meine Lieblingstheorie, Außerirdische waren es. Ja, die haben geholfen. Das ist wirklich so, Obama und die Außerirdischen, die waren diesen. Natürlich, Mann. Natürlich stellt dann noch Sonnenseite nach 13 Minuten Watchtime nochmal klar. Es ist allerdings auch nur eine Theorie. Ja, merci dir, Österreicher. Gut, dass du es nochmal klarstellst, gell? 10 Warnzeichen, dass dein Herz... Hä, das habe ich immer, wenn ich Socken anziehe, Bruder. ...herz nicht richtig funktioniert. Auf dem Thumbnail wird dem YouTube-Nutzer suggeriert, dass wenn du diese Sockenabdrücke auf deinem Bein siehst, du so gut wie tot bist. Ey, Sonnenseite ist ein... Das Ding ist over, Jungs, das ist over. Nicht wie so eine Google-Suche, oder? Wann kommt die neue Staffel von One Piece auf Netflix? Ich habe AIDS? Oh, hab ich wirklich? Okay, was aber Sonnenseite wirklich meint, ist das hier. Geschwollene Beine, Knöchel und Füße. Ja, wow, also wenn meine Beine grundlos irgendwie anschwillen, dann gehe ich zum Arzt. Danke für den Tipp. Und der Arzt ist eine Lüge, das habe ich gelesen auf Telegram. Oh, geht es immer weiter, Leute? Nein, Facebook hat natürlich nicht deswegen ihr Logo gewählt. Wäre ja auch, das ist so dumm. Komisch, weil super lange gab es ja nicht mal Facebook fürs Handy. Also Facebook ist ja älter als die Smartphone-Generationen. Ist ein gekochtes Ei pro Tag und schau, was dann passiert. Ja, scheinbar verdeckt man dann Zifix. Doch was ist damit? Welche Linie ist länger? Hä, warum soll jetzt B richtig sein? Also bitte mal hier die Aufklärung. Welche Linie ist länger? Natürlich, Linie A ist länger. Das ist offensichtlich, oder? Kann mich wer notschlachten? 19 einfache Psychotricks, die tatsächlich funktionieren. Nee, ich dachte, die funktionieren nicht. Ach so. Okay, also man soll jemanden auf die Schuhe schauen, wenn man in der Bahn angestarrt wird. Wieso? Was soll denn dann passieren? Ich bin echt gespannt. Wenn dich jemand in der U-Bahn anstarrt, wer kennt das nicht?
Schau dir einfach ihre Schuhe an. Ey, ich starte immer zurück. An. Gib nicht auf. Starr weiter. Nummer 6. Steh einfach zurück, Digga. Das kommt viel besser. 16. Ja, oder du zeigst ihm ein Video von Sonnenseite. Das macht ihn genauso verrückt. Oder hier, Möglichkeiten zum Detoxen. Ja, in diesem 7-Minuten-Video kommt alles Mögliche drin vor, wie in... Bruder, sieht aus wie eine PowerPoint. Holy shit, Digga. Wallfasten oder Saftkuren. Aber halt wirklich auch überhaupt nichts mit irgendwelchen Fußbädern, wo das Gift so rausgesaugt wird. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Und in diesem Video wird ernsthaft behauptet, dass wenn Frauen so eine Sanduhrfigur haben, schlauer sind als welche, die das nicht haben. Natürlich, Quelle, vertrau mir, Bruder. Und dann noch, Männer und Frauen sind so verschieden. Twitter brennt, unfassbar. Okay, dann zeig mal her, ich bin gespannt. Für die Flitzebogen. Bald fertig machen. Männer brauchen nur kurz, Frauen ewig lang. Beim Anziehen. Ich hab schon wieder nichts zum Anziehen. Passt, das reicht mir für eine Woche. Männer nach dem Friseur, Frauen nach dem... Ey Bruder, 50 Euro wären zu teuer, Real Talk. 50 Euro wären viel zu teuer. Friseur. Wer hat denn da das Drehbuch geschrieben? Mario Barth? Porsche haben endlich die ganze Wahrheit über endlich! Die Osterinseln raus... Jetzt haben wir's, Jungs! Ausgefunden. Ja, Fun Fact haben sie nicht. Und das Thumbnail ist natürlich auch kompletter Käse. Natürlich haben manche Osterinselköpfe auch einen Unterbau, aber bei weitem nicht so riesig wie hier auf dem Thumbnail. Die Osterinsel wird immer ein Mysterium bleiben. Man wird nie genau wissen, wie und warum man einfach 50.000 Tonnen... 50 Tonnen. Nicht 50.000 Tonnen, das wäre doch ein bisschen schwer. Blöcke. Wie deine Mutter? So zugehauen und dann noch so weit transportiert hat. Und ist es nicht auch okay, dass es einfach auf manche Fragen halt keine Antwort gibt? Zum Beispiel, warum soll man zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr kein Wasser trinken? Das wird so im Video überhaupt nicht thematisiert. Nein, dieses Haus bekommst du nicht für 1 Euro. Und ja, Muttermale sagen überhaupt nichts über deinen Körper aus. Auch wenn es dazu so eine Esoterik-Szene gibt. Also mit, hey, hast dein Muttermal auf der Handfläche, dann wirst du reich. Und was genau soll denn passieren, wenn man seine Nase 10 Sekunden nach oben drückt? Carol Maggio, die Erfinderin von Facer Size, behauptet... Bro, was ist das für ein goofy Mikrofon, was der Mann gerade hat? Carol Maggio! Dass diese Übung nicht nur deine Nase kürzer machen wird, sondern sie auch gerader macht. Ja, und ich behaupte, dass Ägypter ihre Pyramiden gebaut haben, um in der heißen Wüste ihr Bier kalt zu stellen. Hey, das ist es, Leute, ohne Scheiß. Ägypter haben ja wirklich Bier gebraut. Pyramiden sind einfach riesen... Das ist Fakt. ...große Bierkeller. Das Rätsel ist... Damit schon Oktoberfest. Löst man! Ja. Wahrscheinlich. Doch Leute, YouTube hat etwas Großartiges gemacht. Sie haben den Algorithmus umgestellt. Von, hey, wir schauen nicht nur, wer klickt auf das Video drauf, wenn man das Thumbnail so herzeigt. Nein, wir schauen ebenfalls, wie lange bleibt der Zuschauer dran, also ist das Video interessant. Und, das wissen viele nicht. Ich dachte, das war schon immer so. Sind die Zuschauer auch zufrieden mit diesem Video? Also kommen sie immer wieder zu... Nö, das wusste ich auch nicht. Okay, Jungs, das Ding ist bei mir so over. Das ist der Grund. Rück auf diesen Kanal. Und somit haben es solche Kanäle mittlerweile super schwer. Sonnenseite hat zum Beispiel mit seinen 1,5 Millionen Abonnenten... Hey, das ist aber sehr cool. Das ist sehr cool. ...super oft nicht einmal 1000 Aufrufe auf dem Video. Die Community ist auch nicht vorhanden. Das letzte Video hat einfach eiskalt 3 Kommentare und 2/3 davon sind einfach irgendwelche Bots. Selbst der englische Kanal mit 44,5 Millionen Abonnenten hat nicht einmal 10.000 Aufrufe auf dem Video. Und auch mental... Ey, das ist krass, Digga. ...nur noch hier und da so einzelne Treffer. Klar, wissen zwar dagegen, schafft es nach wie vor noch hier gut durchzuhalten, aber ich würde sagen, es geht schon mal in eine richtige Richtung. Versteht mich aber nicht falsch, ich will nicht, dass diese Kanäle alle den Bach runtergehen und ihre Existenz verlieren. Nur halt eben, wenn YouTube merkt, die Zuschauer zufriedenheit ist überhaupt nicht da, also die Leute mögen diesen Kanal gar nicht, dann sollte dieser auch keinen Erfolg haben, oder nicht? Egal, ich... Hey, das ist wirklich cool, dass der Algorithmus so umgestellt wurde, hab ich nicht mitbekommen. Meine Bierkellertheorie... Davor, das will ich mal niemand, weiß ich mein. Und balle mir deswegen jetzt 2 Spiegeleier rein. Dein Zio! Das ist Twitchy, Twitch für...